Polizei heute mit 400 Kolleginnen und Kollegen dabei. Dabei ist allerdings auch eine Unterstützungseinheit aus Brandenburg. Auf Seiten der NPD haben wir etwa 150 Teilnehmer gezählt und bei der Gegendemonstration sind es 700. Hier sind Demonstrationen angemeldet. Wie lange die gehen, das liegt letztlich an den Teilnehmern der Demonstration. Unsere Aufgabe ist es ja, jeden zu ermöglichen, zu demonstrieren und zu sagen, was er möchte. Und wir schützen das Polizei, das Versammlungsrecht, nicht das Thema einer Versammlung. Weder mit der einen noch mit der anderen Seite. Wir sagen, wichtig ist, dass jeder demonstrieren kann, wenn er es will. Und solange er will. Letztes Mal gab es keine Absperrgitter. Höchstwahrscheinlich wird es einige in Deutschland, in Berlin, man sich hier sehr nah gegenüber und schlug auf Flaschen und so weiter. Das ist diesmal nicht der Fall. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass wir das gut machen.